Moin. Jo, heute machen wir die Ziehung zum sechsten Paracord Giveaway. Eine gute Tat. Ja, und ich möchte mich bei allen bedanken, die mitgemacht haben. Die Zitate waren wirklich durch die Bank weg klasse. Da war auch einiges bei, was ich nicht kannte, auch einiges, was ich schon kannte und vieles, was ich auch so unterschreiben würde. Also da waren wirklich tolle Sachen bei und ich habe mich sehr gefreut, dass so viele Leute mitgemacht haben. Wirklich klasse. Okay, bevor wir mit der Ziehung anfangen, über 50 Leute haben mitgemacht diesmal, also das ist echt eine Menge. Beim nächsten Mal muss ich gucken, wie ich es mache. Ich weiß es nicht. Ach, allein die 50 Zettel zu schreiben, Hilfe, das hat ja ewig gedauert. Naja, gut. Und ich möchte vorab noch sagen, dass mich haben zwei Leute angeschrieben, die gefragt haben, wenn sie denn ein Messer bekommen, das ihnen nicht gefällt, ob sie denn stattdessen ein Paracord-Armband erhaben könnten. So wie ich das ja auch im Video sagte. Und also so ganz habe ich das im Video, im Paracord Giveaway-Video Nummer 6 auch nicht gesagt. Also so habe ich es nicht gesagt. Ich meinte eigentlich eher, dass wenn Leute hier mitmachen, die mit Messern überhaupt nichts am Hut haben, denen würde ich dann als Ersatz sozusagen ein Paracord-Armband machen. Aber also nicht jeder, der jetzt ein Messer bekommt, was ihm nicht gefällt, der soll mich dann bitte nicht anschreiben und sagen, nö, Messer gefällt mir nicht, ich möchte ein Paracord-Armband. Also ja, so funktioniert das nicht, ne? Okay, ich hoffe, ihr seid da nicht sauer, dass das soweit in Ordnung für euch geht. Und wie gesagt, die paar Leute, die mitgemacht haben, die meisten kamen schon, sind schon Buschkraftjungs und Messerjungs hier. Und ein paar Mädels sind auch dabei. Sehr cool. Und ja, also, falls ihr was zieht, was ihr nicht so toll findet, dann schreibt mich an und ich mache euch ein Armband, ein Paracord-Armband. Okay. So, jetzt wollen wir erstmal die ganzen Zettel hier reinschmeißen. Okay. So, dann haben wir, die hier stehen jetzt erstmal nur, ja, symbolisch stellvertretend, für Paracord-Armbänder, die ihr euch aussuchen könnt. Auch die Farbwahl, die überlasse ich euch. Ich gucke dann halt, was ich so an Farben da habe. Und wenn ich die da habe, knöpfe ich euch natürlich dann gerne solch ein Armband in der Farbe, wie ihr es gern hättet. Okay. Und ich werde drei Armbänder verlosen. Und das erste Armband bekommt. Moment, anders machen wir das mal. So. Okay. Also, das bekommt Lil Maroney. Herzlichen Glückwunsch. So, das zweite Armband bekommt DOX85, DOX85 oder D0X85. Herzlichen Glückwunsch. Und das dritte Armband bekommt. Na, wann haben wir hier? Skeletor 82. Okay. Ja. Alle Gewinner, schickt mir bitte eine PM, eine private Nachricht mit eurer Adresse. Und ja, bei euch bräuchte ich jetzt halt natürlich noch euren Farbwunsch und euren exakten Handgelenksumfang. Und bitte da nichts extra messen. Das mache ich dann selbst. Gut, das waren die Armbänder. Dann ziehen wir mal den Gewinner dieser beiden Sanrenmu-Messer. Der Gewinner bekommt alle beide. Okay. Ich bin Buschkraft. Herzlichen Glückwunsch. So. Und dann habe ich
Welches machen wir als nächstes? Da machen wir mal als nächstes das Walter-Messer. Das wurde, wie gesagt, einmal von mir benutzt in dem Test, den ich auch hochgeladen habe hier. Ansonsten wurde das nicht weiter benutzt, ne? Okay. Mal gucken, wer das bekommt. Wen haben wir denn da? Multi Deluxe. Herzlichen Glückwunsch. Okay. So, und dann habe ich hier noch ja einen coolen Lanyard und ein Sanrenmo-Messer und eine Flashlight und einen ziemlich coolen Magnesium-Feuerflint mit Kompass. Okay, mal sehen, wer den bekommt. Na so, was haben wir hier? Da haben wir DFWD Caroline. Caroline, herzlichen Glückwunsch. Ich bin mir nicht sicher, ob du damit was anfangen kannst. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Caroline. Du bekommst es natürlich gerne, aber ich mache dir auch lieben gern ein Paracord-Armband. Schreib mich einfach an. Herzlichen Glückwunsch. So. Dann machen wir jetzt das Sanrenmo, das 913P. Das wurde auch nur einmal benutzt in dem Test, den ich hochgeladen habe. Na, so, und das bekommt Blake the Terror. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, weil so viele mitgemacht haben, dachte ich packe noch ein paar Sachen dazu, sind aber nur Kleinigkeiten jetzt. Das ist einmal das Ganzo, nämlich das G611, glaube ich. Ja, das hat einen Karabiner, eine Notfallpfeife, ich glaube Stahl ist 440C, Liner Lock. Hat mich halt jetzt nicht so überzeugt, das Messer. Und ja, deshalb dachte ich, hau ich das mal mit raus. Also das ist nagelneu und unbenutzt. Okay, mal sehen, wer das bekommt. Wen haben wir denn da? Dennis 19899. Glückwunsch, Dennis. Also du hast echt einen Lauf. Hast in letzter Zeit wirklich viel gewonnen. Ja, ich gönn's dir. Herzlichen Glückwunsch. Gut, so. Und dann hätte ich hier noch ein Sanrenmu 763. Ja, mit den Kojotenbraunen Griffschalen. Das ist gebraucht. Und aber das ist absolut top noch, ne? Das habe ich ein Vierteljahr als EDC getragen und ja, das bekommt DB 1978 DB. Herzlichen Glückwunsch. Und dann hätte ich noch ein nagelneues Enlan EM01, den kleinen Bruder vom EL01. Das ist nagelneu. So, das bekommt Buschkraft Neuling. Herzlichen Glückwunsch. So, und dann werde ich noch das hässlichste Messer verlosen. Dieses komische Teil von Sanremo, ebenfalls neu und unbenutzt. Ja, wer auch immer das gewinnt, das tut mir leid. Das bekommt Mark Makosks. Herzlichen Glückwunsch. Entschuldigung, wenn ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Okidoki. So. Und zu guter Letzt das Muela, das Rhino. Na, komm raus. Neu, unbenutzt. Cooles Messer. So, mal sehen, wer das gewinnt. Na, wen haben wir denn da? Und ja, Sepp, herzlichen Glückwunsch. Das Muela Rhino, das geht in Richtung
Süddeutschland zu Sepp. Herzlichen Glückwunsch, Sepp. So, okay. Ja, das war die Ziehung. Seid bitte nicht so enttäuscht, also die, die nicht gewonnen haben. Irgendwann dieses Jahr kommt nochmal ein Giveaway und da werde ich bestimmt wieder ein paar schöne Sachen haben. Also, ha, da werde ich bestimmt wieder ein paar schöne Sachen am Start haben, die ich raushauen werde. So, okay. Alles klar. Die Gewinner, schickt mir bitte eine PN. Okay, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.